kommt Thomas Hitzelsberger. Schwule können doch nicht Fußballer sein, das ist doch viel zu ruppig. Darum haben wir Männer fußballpsychologisch so ein Problem damit, weil es ein Tabu ist. Es ist eine Form der Andersartigkeit, wie sie eben nicht akzeptiert war. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft ein Problem mit Homosexuellen hat. Es ist der Fußball, nicht die Gesellschaft. Young people, old people need to know that it's okay. Ich glaube, wir sehen so wenige offen schwule Spieler, weil sie Angst haben. Das war eine Zeit, wo ich klar gemerkt habe, ich fühle mich unwohl, ich spiele nicht mehr gut Fußball. Klar ist man einsam. Ich bin homosexuell, wie gehe ich damit um? Im Fußball ist das sowieso ein Tabuthema. Im Fußball können sie dich in den Himmel heben und auch sehr schnell wieder fallen lassen. Am eindrücklichsten war ein Gespräch mit einem Medienanwalt, der mir klar gesagt hat, ich solle nicht öffentlich darüber sprechen. Der Druck sei zu groß für mich, ich würde daran zerbrechen. Das Leben gibt dir niemand wieder zurück. Insofern kann es nur eine Stoßrichtung geben. Sei, wer du bist.